Schön, dass ihr wieder dabei seid hier zu einer neuen Episode. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten, zum vierten, zum fünften, zum sechsten, nein, zum siebten und achten. Nein, hier ist Minecraft, Minecraft. Schön, dass du wieder dabei bist. Und mit diesem absurd lächerlichen Intro begrüße ich euch zu einer neuen kleinen Episode zu Was zum Henker ist denn das hier? Jo, ich fliege, wie es sich gehört, mit meiner Fledermaus im Arsch hier über die Weltgeschichte und philosophiere über meine Existenz. Und stelle mir vor, oder erwarte, dass dieses juckende kleine Pieksgefühl in meinem Hinterteil langsam abschwächt. Da sehe ich dieses Ding, das so sicher nicht von Gott geschaffen ist, es sei denn, er ist Mathematiker. Oh nein, das sind Schweine. Ich bin gerade auf der Farmwelt und jetzt bin ich mal Arschneos, oder? Bin ich jetzt ein Assi? Klaue ich ihm jetzt das? Oh, da hat sich einer hier ein schönes Lager gebaut. Oh, welch Tor. Sagen wir doch mal Hallo, live on air, auf irgendeiner Insel irgendwo. Ich mache das nämlich jetzt immer so. Gerade ist nämlich hier, was heißt gerade, vorgestern, ist die Farmwelt resettet worden. Und dann nehme ich immer die Beine in die Hand, fliege über die Karte, mache allerlei Unfug und farme für das große Wohl meiner Mitmenschen Ressourcen. Steine, Sand, Diamanten, Crap. Hier zum Beispiel, hier, ich habe so ein Dingsterbumster gefunden, so eine Mine, Kistengeschichte, weiß schon, sowas in der Art. Und das gibt gut Cash, das gibt gute Ressourcen, auch wenn jetzt hier überhaupt nichts Aufregendes ist, aber die Schweine, die lachen mich an, diese Schweine, aber die geben kein Leder, ne? Die geben auch nichts. Leder bräuchten wir für die Bücher, ihr wisst. Wisst mal im Ernst, wer sitzt sich hier eine halbe Stunde hin und macht so ein hässlich Quadratdings da hier hin oder so, ich weiß ja nicht, naja. Fliegen wir einfach mal eine Runde weiter. Was suche ich? Ich suche ein bisschen Sand, ich suche Holz. Eigentlich suche ich genau das Holz, das ist ja praktisch. Da bin ich ja doch irgendwie genau, what the fuck. Er hat auch Sand gebraucht und ein Schafner, das bleibt nicht lange am Leben. Die Wolle weiß und zart, wie das Haar eines Elben. So, jetzt hier mitgenommen. Und ja, was machen wir denn? Farmen wir ein bisschen, würde ich sagen. Ne? Ihr habt gesagt, Ben, mach doch mal eine etwas längere Episode. Ich habe gesagt, warum denn eine längere Episode? Ihr wisst doch, wie es läuft. Wenn ihr wissen wollt, wie der aktuelle Stand ist, dann kommt ihr auf den Server. Aber vielleicht zocke ich jetzt einfach mal ein bisschen und farme nebenbei ein bisschen Sand. Sand für Glas, für die Kuppel. Es gibt einiges wieder zu zeigen. Wir haben einiges gemacht. Wir haben viel gearbeitet, muss man wirklich sagen. Wobei, ja, die wenige Arbeit, oder nein, die viele Arbeit auf den Schultern weniger lastet. Also es gibt einige Community-Leute, die sich richtig engagieren hier, richtig reinrudern, ne? Und deswegen sieht das so geil aus, wie es aussieht. Und das ist richtig klasse. Und jeder andere, der mitmachen möchte, kann dies jederzeit tun. Es sind wieder der ein oder andere vom Server oder von unserer Stadt geflogen. Und die kann ich dann wieder einladen, nur weil ihr eure 100 Taler nicht auf dem Konto habt. So wie das immer der Fall ist. Ja, naja. Mal gucken, irgendwann kriegen wir das auch hin, ne? Und ganz tolle Neuigkeit auch für unseren Server. Wir haben ein neues Claim. Unser Grundstück wurde erweitert. Wir haben eine Erweiterung und diesmal sogar ein Shopland. Wir haben jetzt Läden, die wir öffnen können. Aber ich glaube, uns fehlt noch eine Person. Ein Einwohner fehlt uns noch, damit wir den Laden eröffnen können. Man braucht irgendwie so eine Mindestanzahl an Leuten. Und die fehlen uns momentan noch. Also, wenn du das hier siehst, du bist nicht dabei, dann komm doch einfach, gib dir ein Rückchen. Die 100 Taler, die das Ganze an Miete kostet, die werden ja automatisch von eurem Konto abgebucht. Dafür braucht die gar nichts machen. Dafür braucht ihr auch sowas von überhaupt nichts machen. Also, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du beim Kacken vom Toilettenrand fällst, als dass du hier nicht das Geld aufbringen würdest für die Miete. Denn wenn du dich einmal... Oh Gott, ich muss selber immer meinen schlechten Witz lachen. Oh, wie erbärmlich das eigentlich ist, wenn man als Einziger im Raum ist hier und über seine eigenen schlechten Witze lacht. Das ist Endstation, dann ist man angekommen. Am Ende des Lebens quasi, am Ende des guten Geschmacks. Ah, naja, so, worauf wollte ich hinaus? Ihr braucht euch nur einloggen einmal am Tag. Und dann habt ihr schon automatisch 100 Taler. Dieser Sven-LP, der sich selbst mit Z schreibt, deswegen Sven, so wie Swag oder Swagrid. Der gewährt euch 100 Taler für einmal einloggen. Das heißt,
Kein Bock auf Zock? Dann log dich einfach ein, kriegst du 100 Taler. Und schon hast du deinen guten Beitrag geleistet. Und du weißt ja, eine gute Tat am Tag. Und du hast dein Karma soll erfüllt, dein Chi ist ausgeglichen, du hast deine innere Mitte gefunden und all das Esoterik-Gedingster, was halt in irgendwelchen Büchern steht. Damit kenne ich mich jetzt nicht so aus, ich bin jetzt nicht, ne, weiß schon, also, klingt irgendwie so ein bisschen wie Chewbacca, wenn ich mal versuche, meine Gedanken zum Ausdruck zu verleihen. Naja, whatever. So. Was haben wir denn hier? Wir haben so ein bisschen gesandet haben wir, das ist schon gar nicht schlecht. Das letzte Mal habe ich mich so auf die Fresse gelegt, als ich mich hier durchgegraben habe, als gäbe es keinen Morgen, so ganz ohne Probleme. Und ich habe jetzt auf die schmerzhafte Art und Weise gelernt, dass Sand auch einfach runterfällt, wenn man draufsteht. Ist ja so wie hier, wenn ich jetzt hier ziehe, fällt der Sand runter. Oho, welch Hexerei, welch Wahnsinn verleiht diesem Sand diese Kraft. Nein, das passiert halt. Und bei mir war es so, dass hier unten drunter irgendwie nichts war. Und zwar hier war dann einfach sowas von nichts. Aber der Sand hat trotzdem gehangen, hier oben in der Spalte. So. Und der gute Noobneas gräbt sich hier. Yay, für die Community, richtig schön hier Sandfarm. Und dann habe ich mich so brutals aufs Gesicht gelegt. Gut, also wenn das im Real Life passiert wäre, dann wäre das ein YouTube-Video, was schon nicht mehr lustig gewesen wäre. Also Also das war schon ziemlich krass. Tot natürlich, klar, natürlich, völlig zerschmettert, alles verloren. Gott sei Dank nicht in die Lava gefallen, deswegen konnte ich mich mit dem /Back-Befehl retten. Ich weiß nicht, ob ihr das auch könnt, ich bin ja VIP-Master, nein, ich bin kein VIP mehr, ich habe meinen VIP-Status verloren, Schweinerei, wahrscheinlich. Hatte ich wohl nicht genug Geld auf dem Konto, ich muss mal wieder anstoßen. Schweinerei. So lange bin ich schon über einen Monat auf Minecraft unterwegs. Das kann ja wohl wirklich nicht Sinn. Das wüsste ich aber, Leute. Das wüsste ich aber. Diese Chuck Norris Musik macht das Ganze auch nicht cooler hier im Hintergrund. Walker, Texas Ranger. So, graben wir uns ein bisschen hier rum. Haben wir noch ein bisschen Sand oder so? Ich könnte mich jetzt auch einfach so in die Erde graben, aber ich will mich jetzt erstmal gleich in wenigen Augenblicken zurück zur Stadt posten. Erstmal schiebe ich mir ein paar Kekse in den Mund. Vielen lieben Dank an die Person, die... Oh, war das Stefan? Hat er alles voller Kekse geballert? Ich weiß gar nicht. Gott. Das ist wie so eine geistige Behinderung bei mir. Ich kann mir keine Namen merken. Also ich kann mir schon Namen merken, aber die Namen mit irgendwas in Verbindung zu bringen. Wenn ich manchmal vor so einem großen Ding stehe, was lang ist und Blätter oben drauf hat, dann fällt es mir schwer herauszufinden, dass das ja einen Namen hat, nämlich Baum. So geht's mir ständig, ich habe keine Ahnung. Meine sämtlichen Gehirnressourcen sind wahrscheinlich fürs Atmen schon benutzt. Ja, so ist das. Hallo meine Freunde, es ist helllichter Tag und ihr spaziert durch die Sonne. Was seid ihr? Seid ihr etwa Orks aus Mordor? Die haben das da auch irgendwie gut gekonnt, ne? So, okay, den nehme ich auch noch mit. Level 48, ah. Hier muss wohl ein Sonnenstrahl irgendwie so unglücklich durch die Wolken gebrochen sein. Naja, whatever. Was sagt denn? Ach, wir haben zwei Stacks, das passt. Ich habe auch noch ein bisschen Lava im Petto und dann... Trader. So, puff. Bam. So. Guten Tag, 26810037. Ist das deine Seriennummer? Bist du C3POs, Bruder? Na gut, dann eben nicht. So. Hier ist der gute Haftbefehl. Jetzt mal im Ernst. Weiß einer von euch, wofür diese räudigen Schallplatten sind? Ich hab die eins... What? Das ist Batman. Wie geil ist das denn? Seppi zockt. Mega nice. Ist der auf YouTube? Bester Skin ever. So, was mache ich mit diesen Schallplatten? Ich habe keine Ahnung. Habe ich irgendwas zum Verkaufen? Nee, ich habe hier noch Sprengpulver von der Mine. Antoine? Naja, whatever. So, dann Town, genau, und dann Spawn. Dann komme ich zurück in die Stadt. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch funktioniert. Müsste mal testen. So, mal gucken, ist jemand hier gerade am Rumwirken? Keine Ahnung. Wir gucken uns mal an, was wir so gemacht haben. An alle die, die nicht tatkräftig mitfiebern und mitgucken, hier gibt es den neuen Update. Das Lager hat sich noch nicht umgesiedelt, wie eigentlich angedacht. Das müssen wir noch machen. So, hier die Ritter der Tafelrunde. Ein schöner Esssaal. Müssen wir mal gucken, ob wir hier unten... Was haben wir denn da? TH2000 ist da hinten am Birken. Müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie noch einen Boden irgendwie schöner machen, weil auf Glas sieht das nicht so stabil aus. Es tropft auch ein bisschen wehleidig.
Wir müssen mal Super Mario einladen, dass er hier die Rohre fixt. Der gute Klempner mit dem epischen Bart. Schön abgeerntet. Ich glaube, das war Tiha. Der hat das gestern nämlich auch gemacht. Sehr, sehr fleißig. Herr Tiha. Ich habe herausgefunden, er hat mir gesagt, dass er eher ein Er ist. So, hier. Erstes Update. Das ist das YouTube-Logo, diesmal von hinten. Und hier oben sieht man auch schon, dass die Kuppel sich relativ in den Himmel ragt. Und dann können wir hier drin unsere Bäume züchten. Es wird richtig nice. Also ich glaube, es wird richtig, richtig geil. Hier oben dann die Kuppel drüber, über das Haus. Dann bauen wir noch hier eine Statik, damit das Haus nicht schwebt. Denn es soll ja auch fürs Auge Sinn ergeben. Sonst kriegt man nur Kopfschmerzen, wenn man drauf guckt. So, dann gehe ich mal wieder runter und dann gucken wir uns das Ganze mal von außen an. Und dann zeige ich euch auch, was wir so gebastelt und noch gemacht haben. Zuerst gehen wir bei Tia vorbei, geben mal ein High Five. Hey, jetzt war der wie ein Girlie. Hey! Ach Gott, ich rede so schnell, wie ich schreibe. Love you so much, BFF. Best Girlfriend, BGF, so. Bleib doch stehen, erzähl mir von deinen Nöten. Lass uns Zöpfe flechten. Ich färb dir die Haare, du erzählst mir deine Jugendgeschichten. Oho, wo ist denn jetzt reingelaufen? Halt, halt, halt. So, guck mal. Das da ist... Okay, es war genug, nein. Wie man einfach bescheuert wird. Im Westen, Beneos, zieh dein Colt. 3, 2, 1, Feuer! Puh, scheiße, ich hätte jetzt am liebsten voll so mit dem Zoom. Egal, das wäre halt cool gewesen, aber cool ist halt leider nicht mein Zweitname, sondern Noob. Da waren meine Eltern nicht so kreativ. So, also das ist unser Laden. Und zwar ist es der Zirkus der Werte. Na, wer kennt diesen Wink? Weiß es noch jemand? Den Zirkus der Werten kennt doch jemand? Warte, was haben wir hier? Netter YouTuber verscheppelt seine Reichtümer. Meine Reichtümer? YouTube hat mich abgewrackt. Mein Leben ist in Trümmern. Vor mir liegen die Scherben meiner Existenz. Und die letzten Splitter vom Vernunft und die letzten von Wert behafteten Gegenstände werden hier auf einem billigen Schwarzmarkt abgemanagt und abverkauft. Da wären zum Beispiel ein Schuh von einem Paar Schuhe. Der anderen Schuh habe ich gegessen, weil ich nichts zu essen hatte, so arm wie ich bin durch meinen YouTube-Kram. Und ja, da hinten ist ein wunderschönes Stuhlbein. Den restlichen Tisch habe ich schon woanders verkauft oder verbrannt, weil es im Winter so kalt war. So. Nein, das war nicht ich ganz allein. Und zwar waren vorhin noch die Kollegen dabei, haben mitgeholfen hier alle. So. Oh, wer ist denn da unten? Der Jonathan. Jonathan wohnt in der Erde. Dieser Fuchs, was macht er hier drunten? Drunten? Ich rede wie aus dem 17. Jahrhundert. Wer kreucht dort drunten und deucht im Gedichtgesang? Was täte er den ganzen Tag denn lang? So, okay, ist das nicht schon zu früh? Und von wo sollen die Leute kommen? Von hier? Da? Von hier? Und der Shop, jetzt rede ich wieder so langsam, wie ich schreibe, der Shop wird eröffnen, wenn wir nur 2 Einwohner haben. So, okay, Behindi-Mode offline, jetzt geht's weiter normal. Tier macht das schon schön. Ich denke, das hat Potenzial und dieser Shop hier, dieses Ding gefällt mir richtig gut. Das Design, das finde ich richtig klasse. Der Brunnen ist vielleicht ein bisschen zu episch. Ich hatte am Anfang das ein bisschen dezenter gestaltet. Ja, supi, ich hoffe doch. So, das ist natürlich relativ, was? Wer? 10 Taler? Ich bekomme hier Chat mit von Leuten, die ich nicht kenne. Das hat mich verwirrt. So, das ist wieder Cheat Protection? Ja, natürlich. So, okay. Ah, Gomme KP. Das ist der Gomme KP. Ist natürlich vollkommen klar. Komm, wir verfolgen die mal. Und zwar, Hans, nennen wir ihn einfach Timo und Gomme KP für keinen Plan, oder? Hi Gomme KP, what? Hat sie weggebeamt? Nein, hat er nicht. Moin Leute, es ist so toll, dass ihr mich mitnehmt. Ich freue mich richtig, mit euch hier abhängen zu dürfen. Ihr seid die coolsten Leute. Wenn ich einmal groß bin, dann werde ich genauso cool. Werde ich genauso cool wie ihr. Stalk Neos, schleicht durch die Nacht.
hat ein großes Feuer voll Neugierde entfacht. Ich gehe euch auf den Sack. Euch wird's nicht cool. Heute wird angepackt. Wenn ich komme, wird's schwul. What the fuck? Was habt ihr denn hier gebaut? Nice. Boah, nee. Ein bisschen übertrieben, oder? Nicht schlecht. Hallo, Gomme KP? Jetzt bin ich curious. Jetzt bin ich nervous. Jetzt bin ich inspired. Ich komme hier nie wieder raus, wenn ich einmal reinkletter, oder? Alter, wie viele Bücher. Und ist das ein Skin? The fuck? Ist das... Hä? Was ist denn das? Was ist das, Leute? Ich hab voll Angst. Das sieht aus wie so ein Genexperiment. Oha. Professor Eich läuft auch hier unten rum. Ist das Ash Ketchum oder was? Ich hätte gern Bisasam, okay? Oh Mann, wie cool ist das denn? So. Okay, ich würde sagen, ich kraxel jetzt erstmal wieder zurück. Ich lasse die Trottel, wie er sich selbst betitelt hat, erstmal zurück. War cool, solange es gedauert hat. Und jetzt springe ich erstmal zurück in den Laden und ja, werde jetzt mal einlagern, was ich gefarmt hat. Hat. Gott, da hat jemand Knoten in der Zunge. So, wo muss ich eigentlich hin? Ja, ist nicht zu übersehen, unser kleines Hütchen, ne? Nee, ist nicht. Überlebe ich das eigentlich, wenn ich... Es ist ganz schön risky, ne? Das war nicht knapp. Nein, kein bisschen. So. Oh, die machen da illegale Geschäfte. Ich kriege noch den Chat mit. Unser Shop von hinten. Von hinten sieht man, ist alles nur Fassade. Weißt du, alles wird nur mit irgendwelchen Ikea-Spanplatten zusammengehalten. Vorne glänzt es, bling, bling. Und hinten sieht alles aus wie, keine Ahnung, Schwarzarbeit vom Nachbarn, 16 Jahre, Zeitungsausträger, kein Plan von irgendwas, hat er sich zusammengezimmert mit einer Schuhsohle und zwei Reißzwecken. So. Ja, dankeschön für das Brot, was auch immer, nehme ich gerne hin, schließlich habe ich ja teilweise sogar Hunger. Gut, ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal ein kleines Päuschen, wenn ihr Bock habt, dann kommt dazu, wir brauchen noch Leute, damit wir unseren Shop eröffnen können und dann können wir farmen und verkaufen und durch das Verkaufen können wir mehr Geld einnehmen, durch das mehr Geld einnehmen können wir mehr Sachen kaufen, expandieren und ich kann dann sogar ganze Claims vermieten an euch, das heißt, ihr könnt quasi euer eigenes Grundstück auf meinem Grundstück mieten, sodass ich quasi der Overlord bin und ihr seid dann, keine Ahnung, die Pächter, genau, die Pächter des Friedens. Ich hätte jetzt auch irgendein anderes fiesen Ausdruck nehmen können, aber ich denke, das trifft es ganz gut. Wenn es dir gefallen hat, ist ein kleines Däumchen da und ich hoffe, wir sehen uns nicht nur in den Kommentaren, sondern das nächste Mal hier auch in-game. Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr gemacht habt, wie weiterhin und Schnilz ist auch gerade dabei. Hey, du kommst auch noch mit rein, dich könnte ich auch noch begrüßen. Wo ist er denn? Nein, da ist wieder dieser Akku-Typ. Axel. Er ist gerade am Questen, nice. Unsichtbar am Questen, oder was? Das ist eine Fähigkeit, die ich auch gerne hätte. Dann würde ich immer kostenlos ins Kino kommen. Nee, Bad Pet ist auch kein Mensch. Nice. Thanks. Bye. Tux BBS. BB Doppelpunkt S. Das klingt eher wie so ein, keine Ahnung. Das Objekt BB, von dem wird auf die Methode S zugegriffen im Programmierjargon. Ja, egal. Ich bin draußen, Leute, bevor ich mich um Kopf und Kragen rede. Bis denn dann. Ich wünsche dir, du hast einen guten Tag. Wünsche mir, du hast einen guten Tag und so. Tschüss. Ciao. Ciao, 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 ciao.